Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mass Effect. Und wir waren letztens hier stehen geblieben und machen ja auch mal gleich weiter. Ich würde sagen, ich speichere mal lieber nochmal zweimal. Das mache ich immer, also halt nur, ich gehe halt immer sicher, denn ich habe schon mal damit schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich immer nur einmal speichere. Okay, das wäre erstmal... Was habe ich jetzt gemacht? Wieso habe ich ihn da oben wieder gespeichert? Ja. Nee. Moment. Okay, das ist perfekt so. Und... würde ich sagen, geht's los. Wir wollen irgendwo hingehen, ich weiß nicht wo. Ah, Mann. Gut. Hotelplatz. Fahrst du zum Hotel? Dahin müssen wir. Okay, den Weg kann ich mir, glaube ich, sogar merken. Wenigstens greifen die uns hier nicht an. Was ist das jetzt los? Moment, was ist denn da jetzt los? Was ist das jetzt los? Ja, ich kann auch richtig gut Deutsch. Wie geht's gerade überhaupt los? Ja, wir fahren doch gerade überhaupt nicht. Ich habe das Geräusch, dass wir fahren. Das verwirrt mich jetzt schon ein kleines bisschen. Das verwirrt mich jetzt nicht nur ein bisschen, das verwirrt mich sogar sehr. Da hat es wirklich damals zu lange gedauert. Also wenn es jetzt zu lange dauert, dann muss ich mal hier nochmal schnell laden. Und jetzt sehen wir uns wahrscheinlich dann irgendwo im Hotel wieder. Falls es das Hotel jetzt war. Okay, dann würde ich sagen, wenn jetzt hier sich nichts rührt. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Moment. So, und da sind wir auch wieder. Es war wirklich ein kleiner Bug, aber okay, da ist auch der Lori Queen. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Ah, okay, aber wir gehen erstmal zu der Dame da hinten. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Was wollen Sie? Die Direktoren wissen von Anolees Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass Sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Okay. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Anolees hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ihn hat mir Geld angeboten. Was ist mit Ihnen? Ich kann Ihnen eine Kopie von Anolees Pass geben. Aber ich kann keine großen Summen verschieben, ohne dass man es merkt. Okay. Okay, ich rede mit Keen und versuche ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Wenn nicht, dann löst mir es auf eine andere Art und Weise. Auf die blutige Art und Weise. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Der Job ist erledigt. Ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Hoffentlich bin ich nie wieder so sorglos, um in eine solche Situation zu geraten. Ich glaube, Sie brauchen einen Garagenpass. Zusätzlich würde ich Ihnen 500 Credits anbieten. Machen wir jetzt 500.000 raus. Sie schulden mir was.
Ah, Mann! Ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolés aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Ich musste fragen. Wenn Sie nicht wollen, dann nehmen Sie die Beweise. Danke für Ihre Hilfe. Ich gehe davon aus, dass mein Büro demnächst noch profitabler sein wird. Ich muss ein paar Leute anrufen. Als erstes Mr. Anolés. Drücken zum Stufenaufstieg. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal motivierter Käufer besser. Natürlich gerade auf 4. Schaltet neue Dialog. Okay. Ich mache erstmal Schmeicheln. Nee, ich mache erstmal Spectrum Training. Also Schmeicheln mache ich so halt nebensächlich. Hatte ich nur einen Punkt gehabt? Nee, okay, dann machen wir erstmal ein Spectrum Training. Okay. Schauen wir mal, wir müssen jetzt erstmal den einen Typen zum Reden bringen. Also hier auf diesem Planeten hat man viel zu tun, muss ich euch sagen. Viel zu viel. So, und hier ist die Musik auch wieder zu Ende. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, den Garagenpass schon erhalten. Hoffe ich mal zumindest. Okay. So, wir gehen erstmal wieder zu seinem Büro und... Moment, ich lese mir erstmal hier alles durch, bevor ich hier irgendwie wieder einen Fehler mache. Hallo? Fenster? Okay. Naja, okay, wenn da nicht steht, dann mache ich das ja nicht. Also, das ist eigentlich nur nebensächliches Zeug, will ich nicht haben. Was will ich denn mit dem Pass von den Typen? Also ich lasse es lieber und wir gehen lieber zurück wieder. Oder? Ach komm, wir probieren es trotzdem mal. Moment. Ich werde mit euch kaum gleich einen Kampf gegen die. Ne, doch nicht. Also ich dachte schon. Komm, wir machen das trotzdem mal. Also, was soll der Geiz? Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ich habe mich entschieden, Keens Belohnung anzunehmen. Tut mir leid. Das war die beste Gelegenheit seit... Warum haben Sie sie verkauft? Ich muss zu Gipfel 15. Der direkte Weg war der kürzeste. Ich hätte sie auch hingeschickt. Es hätte vielleicht länger gedauert, aber ist das ein Grund, einen Schuldigen laufen zu lassen? Ich hätte von einem Spectre nicht zu viel erwarten sollen. Alles, was nicht mit Ihrem Auftrag zu tun hat, ist Ihnen völlig egal. Ist doch gut so, oder? Okay, ich schaue dann erstmal. Okay, dann schaue ich mal hier. Ich glaube, ich bin falsch. Das hier. Vorbildlich. Ja, das ist auch schon ein bisschen gefüllt. Okay, das ist sehr gut. Also ich will das so weit wie möglich füllen. Naja, okay. Dann schaue ich mir nochmal an, wohin müssen wir denn jetzt überhaupt gehen? Hier. Hätte ich wissen sollen, aber ich habe das trotzdem markiert, damit ich mich trotzdem nicht irgendwie verirre oder so. Also man weiß ja nie heutzutage. Apropos, wir können hier nochmal in den Laden, einen Blick in den Laden hier reinwerfen. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Sicher, wie Sie meinen. Das ist ein Geschäft, nicht wahr? Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte.
Okay. Also ich muss ehrlich sagen, das Zeug hier ist zu teuer. Die sind auch nicht viel wert, die Teile. Okay. Dann muss ich immer schnell zurück und dann rüste ich hier erstmal aus. Ausrüsten. Das ist jetzt schon etwas komisch. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich den Hammer schon mal gehabt hatte. Das ist jetzt seltsam. Oh, wir sind hier Upgrades oder so, aber hier ist nichts. Ah, doch, hier. So, wie habe ich das gedrückt? So? Ne, wie habe ich denn das jetzt gerade eben gedrückt? Ah, das ist geil. Okay, schau ich mal. Also je mehr Schaden wir machen, desto besser. Waffenwirkung. Ich überleg's mir gerade. 30 mit Waffenwirkung. Das ist sehr gut. Ich nehme mal den Hammer 3. Sehr gut. Okay, schauen wir mal hier. Also ich sagte nur, was soll der Geiz? Ah, okay, das geht nicht mehr. Wie? Ach, hier Rüstung geht auch. Das ist auch so schön. Nee, geht nicht. Schade. Oder? Doch, Rüstung geht doch. Okay, nehmen wir mal erstmal das mit, okay, und dann habe ich hier eh nichts mehr zum Einkaufen oder so. Also, ich würde sagen, wir gehen hier trotzdem mal. So, und dann würde ich jetzt auch sagen, wir beenden hier wieder den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, kommentieren, liken, favorisieren oder was auch immer. Es ist eure Entscheidung, eure Wahl. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Und ich sag jetzt hier zu euch bye bye und bis zum nächsten Mal bei Mass Effect.